Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert von Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Bauwerkparkett, Leica Geosystems und der St. Galler Stadtwerk. Aus 36 Studierendenteams von der Ost, der Ostschweizer Fachhochschule, sind noch 6 im Rennen. Nur 2 können ihn gewinnen. Der WTT Young Leader Award 2021 in den Kategorien Marktforschung und Managementkonzeption. Es ist eine Auszeichnung der talentiertesten Nachwuchskräfte für die Ostschweizer Wirtschaft. Mehrere Monate lang haben sie ein Praxisprojekt geschaffen, in Echtaufträgen von Unternehmen für Unternehmen. Gesunde Mitarbeiter gibt zufriedene Kunden. Mit dieser Überlegung hat die Raiffeisenbank Regio Uzwil nach Möglichkeiten gesucht, um das Arbeitsklima zu verbessern und die Mitarbeitenden auf das Thema Gesundheit zu sensibilisieren. Die Aufgabe haben sie als Praxisprojektteam von der Ostschweizer Fachhochschule Ost weitergegeben. Und zwar hat man wollen, dass man ein selbstverantwortliches Konzept erarbeitet, das attraktiv ist, innovativ, wo man natürlich eben auch Gesundheit als Lifestyle kann integrieren kann in den Arbeitsalltag, aber dass man natürlich das Konzept auch ins Private ausweitet und dass man die Gesundheit oder die gesunde Lebenserhaltung die auch im Privaten kann leben kann. Gesundheitsbewusstsein kann der Arbeitgeber weder vorschreiben noch erzwingen. Es ist eine Sache der persönlichen Einstellung und um diese zu beeinflussen, braucht es Einfühlungsvermögen. Das Projekt war darum bei den Studierenden der Ost in besten Händen. Du merkst natürlich auch, dass die Studenten, die jetzt für das Projekt gearbeitet haben, also für das Gesundheitsthema, die arbeiten selber auch. Also sie haben eigentlich die 4 Jahre Studium im Teilzeitpensum absolviert und sie haben natürlich so auch können sich in die Rolle hineinversetzen von einem Mitarbeiter. Und das ist natürlich für das Projekt schlussendlich sehr wertvoll gewesen und darum auch für uns. Ihr 5-teiliges Konzept Rai Vital, Gesundheit als Lifestyle, haben die Studierenden auf 2 Pfeiler aufgebaut, der psychischen und der körperlichen Gesundheit. Für jede Kategorie haben sie detaillierte Vorschläge ausgearbeitet. Als Beispiel für die psychische Gesundheit haben wir eine Healthbox entwickelt, wo man themenmässig ein bisschen abweichen, wo man den Mitarbeiter überreichen kann. Und das soll eigentlich die Wertschätzung fördern und auch die positiven Emotionen wecken. Als Beispiel für die körperliche Gesundheit haben wir eine Brausepause vorgeschlagen, dass man sich bewusst vom Arbeitsalltag eine Auszeit nimmt, mal 15 Minuten ansitzt, ein paar Dehnübungen macht, dass man dort zur Ruhe kommt und nachher gestärkt wieder in den Arbeitsalltag zurückgehen kann. Als weitere Vorgabe haben sie das Projekt skalierbar gemacht. Das heisst, es funktioniert für den Auftraggeber an einem KMU mit rund 35 Mitarbeitenden, kann aber auch auf andere Firmengrössen angepasst werden. Das gibt grosses Lob von ihrem Projektcoach von der Ostschweizer Fachhochschule. Sie haben es doch geschafft, aus der Fülle von Informationen und aus der Fülle von Anforderungen ein sehr umsetzungsorientiertes Resultat zu bewirken. Und zusätzlich hat der Kunde noch die Möglichkeit, um optional verschiedene Tiefen zu gehen mit den Massnahmen, die sie geplant haben. Auch die Raiffeisenbank Regio Uzwil als Auftraggeberin könnte nicht zufriedener sein. Ich habe gedacht, es kommen vielleicht etwa 2 so gute Ansätze. Aber es war einfach so ein gutes Spirit, so viel Kreativität in dieser Gruppe. Also es sind jetzt wirklich 4, 5 super Vorschläge eingebracht. Oder? Eigentlich sind wir jetzt wieder gefordert. Wie können wir alle die Vorschläge umsetzen? Oder? Jetzt ist wirklich der Ball bei uns. Gefordert ist natürlich auch die Jury vom WTT Young Leader Award. Das Praxisprojektteam ist in der Kategorie Managementkonzeption nominiert. Für den studentischen Projektleiter wäre ein Sieg gerechtfertigt. Wir haben es geschafft, um das schwierige und sehr breite Thema Gesundheit in ein innovatives Konzept zu packen und so die Gesundheit in den Arbeitsalltag der Mitarbeiter zu implementieren. Und das ist der Grund, dass wir den WTT Young Leader Award gewinnen sollten. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2021? Die Preisverleihung findet am Montag, 27. September in der Tonhalle St. Gallen und per interaktivem Livestream statt. Mit der Zusammenfassung am Dienstag, 28. September auf TVO. Der WTT Young Leader Award präsentiert von Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Thurcom, Scandola und Gallus Media.